Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und begrüße Sie ganz herzlich im Namen der zwei Veranstalter. Veranstalter dieser Podiumsdiskussion sind die Humanistische Union zum einen und der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen an der Humboldt-Universität zum anderen, also der AKJ. Wir stellen uns auf dem Handout, das ist dieser gelbe Zettel hinten vor. Sie können da, auch wenn Sie wollen, sogar Anschriften und Zugangsdaten entnehmen. Sie sehen vor sich ein relativ ungewöhnliches Podium mit einem Quotenmann, das entspricht auch nicht der Besetzung, so wie wir angekündigt haben. Deshalb stelle ich jetzt ausdrücklich vor. Mein Name ist Rosemarie Nehl. Ich bin Mitglied des Bundesvorstandes der Humanistischen Union und werde heute Abend, wie angekündigt, tatsächlich moderieren. Wir haben im Bundestag derzeit 5 Vorschläge. Den einen vertritt Frau Keul. Sie sehen sie hier. Die einzelnen Vorschläge werden dann natürlich im Einzelnen beraten. Für den Antrag Brandkrise Vogler sitzt heute Abend auf dem Podium Frau Vogler. Für den Antrag Künast-Sitte-Gehring ist Frau Künast anwesend. Und für den Antrag Reimann-Hinze-Lauterbach haben wir aufs Podium gesetzt Michael Blöse. Michael Blöse gehört nicht zu den Initianten, er ist nicht Mitglied des Bundestages, sondern er ist Mitglied des AKJ, also Einlader. Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil wir meinen, dass dieser Antrag hier vertreten sein soll. Wir halten ihn für wichtig in der Debatte um die Gesetzgebung, im Gesetzgebungsprozess, und deshalb haben wir ihn überredet, nachdem Frau Reimann und Herr Hinze gestern Nachmittag gesagt hat, dass niemand kommen kann, hier einen Part zu spielen, der darauf hinausläuft, den Antrag, so wie er eingebracht wurde und begründet wurde bis jetzt, hier zu erläutern. Der Antrag Dörflinger-Sensburg ist nicht vertreten. Beide haben abgesagt und es ist offensichtlich auch so, dass keine anderen Mitglieder des Initiativantrages zur Verfügung standen. Wie stellen wir uns die heutige Diskussion vor? Wir werden von den 2 Stunden, die wir uns vorgenommen haben, zur Diskussion 1 Stunde hier auf dem Podium in 3 Runden miteinander diskutieren. In gewisser Weise, wenn Sie auf das Handout schauen, sind die 3 Runden vorformuliert. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber sagen, was eigentlich das grundsätzliche Problem der derzeitigen Gesetzgebungsdebatte ist. Seit dem Reichsstrafgesetzbuch von 1871 sind der Suizid, das heißt die freie verantwortliche Selbsttötung und die Beihilfe dazu in Deutschland straffrei. Seitdem gilt, will jemand auf eigenen Wunsch aus dem Leben scheiden, kann er oder sie die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Egal, ob es sich um nahe Angehörige, Ärztinnen oder andere Helfer handelt. Das soll jetzt geändert werden. Es gibt, wie gesagt, 5 Vorschläge, die hier auf dem Podium grundsätzlich repräsentiert sind, bis auf den einen von Dörflinger und Sensburg. Und bereits am Donnerstag dieser Woche soll eine erste Lesung stattfinden. Im September, das ist geplant am 21. September,
soll eine parlamentarische Anhörung im Ausschuss stattfinden und bereits am 6. November sollen die Änderungsvorschläge abgestimmt werden. Das heißt, der, der die Mehrheit gewinnt, wird durchkommen. Was und wie geändert werden soll, darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Ziel dieser Veranstaltung ist die Aufklärung darüber, was die einzelnen Vorschläge beabsichtigen. Und da von der Gruppe Dörflinger-Sensburg niemand da ist, schlagen wir kurz als erstes den Vorschlag, der da in Rede steht, an. Es geht um eine Änderung des Strafgesetzbuchs. Ein neuer Paragraph 217 soll eingefügt werden. Der enthält, wenn Sie den Text sich ansehen, ein absolutes Verbot der Teilnahme an der Selbsttötung. Das heißt, die Situation würde sich grundsätzlich ändern. Es dürfte keiner beim Suizid assistieren. Aus der Straffreiheit, die es jetzt gibt, würde die Strafbarkeit der Assistenz beim Suizid. Das ist dieser Entwurf, der heute hier nicht vertreten ist. Er ist gewisserweise der restriktivste, der, wenn Sie so wollen, am weitesten Beschränkungen der bisherigen Rechtslage vornimmt. Die anderen Entwürfe sind auf dem Podium vertreten und ich schlage jetzt in der ersten Runde vor, dass die Vertreter der Gruppen ihren Regelungsvorschlag erläutern, klar sagen, wer nach diesem Vorschlag dann beim Suizid assistieren darf, resümieren darüber, was sich ändert zur bisherigen Rechtslage, wenn dieser, wenn Ihr Vorschlag jeweils eine Mehrheit kriegt. Und wichtig ist natürlich, wenn wir die Vertreter hier haben, dass sie auch kurz begründen, warum sie die derzeit geltende Rechtslage geändert haben wollen, welches die Beweggründe sind und auf welche Faktenlage sie dies stützen. Beziehungsweise umgekehrt, in einem Fall wird es auch darum gehen, zu begründen, warum die derzeitige Rechtslage nicht geändert werden soll. Wir fangen immer in der gleichen Reihenfolge an, wie wir es hier auf dem Handout haben. Und uns läge daran, auch deutlich zu reagieren auf die Bemerkungen, die auf dem Handout stehen. Also korrigierende Bemerkungen anzubringen. Ich würde dann natürlich auch versuchen nachzufragen. Also ich eröffne damit die erste Runde und gebe Frau Keul das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier nochmal die Position vertreten zu dürfen, weil wie es aussieht, wird diese Position im Bundestag nicht vertreten sein, weil sie das 5%-Quorum nicht erreicht. Mein Vorschlag ist kein Gesetzesentwurf, sondern eben ein Antrag, der kurz begründet, warum ich keine gesetzliche Änderung für erforderlich halte. Nach meiner Ansicht ist unsere jetzige Rechtslage durchaus geeignet, auf entsprechende Fälle zu reagieren. Es handelt sich hier um eine Debatte, die losgetreten worden ist durch einen Einzelfall namens Kusch. Und es ist immer erfahrungsgemäß schwierig, wenn man anhand eines Einzelfalls dann meint, ein ganzes Gesetzesgebiet neu regeln zu wollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Bereich Beihilfe zum Suizid straffrei ist und straffrei bleibt. Denn Fakt ist, dass wir die Betroffenen am meisten unterstützen, indem wir ihnen Zugang zu Beratung und Hilfe geben. Und sobald wir hier mit den Mitteln des Strafrechts Eingrenzungen vornehmen, kann man nur allein schon aus anwaltlicher Sicht jedem Arzt und jeder Ärztin raten, die Finger davon zu lassen, mal abgesehen vom Berufsrecht. Diese Position sozusagen wird jetzt hier keine Mehrheit haben. Ich will aber noch mal kurz begründen im Einzelnen, warum ich weder die geschäftsmäßige noch die gewerbliche
Suizidbeihilfe unter Strafe stellen will. Also auch jemand wie ein Arzt handelt immer geschäftsmäßig, das heißt organisiert und nicht nur das, sondern ein Arzt handelt auch immer im Rahmen seiner Berufstätigkeit und damit eben auch zum Zwecke der Erzielung von Einnahmen. Das heißt, sobald wir die geschäftsmäßige oder die gewerbliche Beihilfe unter Strafe stellen, erfasst dies auf die eine oder andere Weise eben auch die Ärzte. Aber auch jenseits der Ärzte halte ich das Angebot von gemeinnützigen Sterbehilfevereinen auch für durchaus berechtigt. Ich habe auch mit einigen Palliativmedizinern gesprochen, die durchaus sagen, ja, ich als Hausärztin möchte selber diese Unterstützung nicht gewähren, aber ich finde es wichtig, dass die Leute eine unabhängige Möglichkeit haben, sich auch an jemanden zu wenden, möglicherweise eben auch bewusst, vielleicht nicht an Angehörige. Und dann vielleicht eben der Hausarzt oder die Hausärztliche Konsultation eben auch das Angebot von Vereinen, sich dort auch ergebnisoffen beraten zu lassen. Und das ergebnisoffene Beratung ist in dem Moment nicht mehr möglich, wenn eine Strafdrohung im Raum steht. Dann darf nicht mal mehr beraten werden. Das heißt, diese Vorstellung, dass Beratung nicht Hilfeleistung sei, geht auch irre, denn auch eine Beratung kann eben schon eine Hilfeleistung sein und dabei bereits sozusagen die Grenze zum Strafrecht dann überschreiten. Also kurz und gut, ich möchte es so lassen, wie es ist. Dass berufsrechtliche Einschränkungen für Ärzte bestehen, halte ich auch nicht für richtig. Ich teile auch die Empörung teilweise der Ärzteschaft darüber, dass ihnen hier von den eigenen Kammern etwas verboten ist, was ihnen das Gesetz eigentlich erlaubt. Aber ich habe meine Zweifel, ob das unsere Aufgabe ist als Bundesgesetzgeber und fehlt auch ehrlich gesagt die Gesetzgebungskompetenz nach dem Grundgesetz für das Berufsrecht der Ärzte, dass man da sagen muss, also liebe Ärzte, dann müsst ihr das sozusagen in euren Gremien, müsst ihr die entsprechenden Mehrheiten dann schaffen, um dort eben auch dann die Beschlüsse zu ändern. Da sehe ich keine Möglichkeit als Bundesgesetzgeber, ihnen das vorzugeben. Aber auf jeden Fall sollten wir hier nicht mit weiteren gesetzlichen Einschränkungen agieren. Vielen Dank. Frau Vogel, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Wöhr. Als erstes möchte ich mich auch noch für die Einladung bedanken und gleich vorweg schicken, ich bin heute eingeladen worden zu einer rechtspolitischen Diskussion, muss gestehen, ich bin selbst keine Rechtspolitikerin, ich bin auch keine Juristin. Von den Initiatorin unseres Antrags war ich die Einzige, die Zeit hatte, an müssen Sie sich mit mir als Gesundheitspolitikerin zurechtfinden. Aber vielleicht ist das ja auch ganz sinnvoll, nochmal eine andere Perspektive ranzugehen. Unser Antrag zielt darauf ab, jedes geschäftsmäßige Gewähren, Verschaffen oder Vermitteln der Gelegenheit zum Suizid unter Strafe zu stellen in einem neuen Paragraph 217 StGB. Und dabei kommt es natürlich sehr auf die Feinheit an. Geschäftsmäßig handelt nämlich wer für Suizidbeihilfe oder Suizidassistenz bewusst zum regelmäßigen Bestandteil seiner Tätigkeit macht. Das heißt, es kommt aber nicht auf die Gewinnerzielungsabsicht an, sondern darauf, dass sozusagen die Wiederholungsabsicht und die Tatsache, dass eben diese organisierte Gewährung oder Verschaffung oder Vermittlung von Suizidmöglichkeiten sozusagen regelmäßiger Bestandteil der Tätigkeit sein muss. Und deswegen ist auch was auf dem Handout steht, nicht ganz richtig. Wer darf beim Suizid assistieren? Nach wie vor jeder und jede. Also wenn unser Gesetzentwurf gesetzt wird, darf nach wie vor jeder und jede, der dies nicht geschäftsmäßig tut, jemandem dabei helfen, sich das Leben zu nehmen. Das muss man nochmal sagen, weil wir haben einen Absatz 2, der manchmal etwas in die Irre führt. Im Absatz 2 ist aber nur geregelt, dass wir die Teilnehmer an einem solchen geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe, dass wir die freistellen von Strafrechtsverfolgung, sofern sie selber nicht geschäftsmäßig handeln und Angehörige oder nahestehende Personen sind. Also das muss man auseinanderhalten, das ist ganz wichtig. Unser Gesetzentwurf zielt sehr deutlich auf Sterbehilfevereine, wie den von dem Herrn Kusch, aber eben auch auf Einzelpersonen,
die das sich sozusagen zur regelmäßigen Tätigkeit erkoren haben und durch die Lande fahren und anbieten, dass die Menschen die Mittel verschaffen, sich das Leben zu nehmen. Der Hintergrund ist der, wir sind der Auffassung, dass in einer dass wir es hier mit zwei Schutzgütern zu tun haben, die beide durch dieses organisiert aktiv gemachte Angebot der Suizidbeihilfe in Gefahr geraten. Das eine ist das Schutzgut des Rechts auf Leben, das erschließt sich relativ unmittelbar. Und das andere ist das Schutzgut der Selbstbestimmung. Denn wenn sozusagen die Beihilfe zum Suizid eine allgemein verfügbare Dienstleistung in unserer Gesellschaft wird, dann könnte das dazu führen, dass auch Menschen in bestimmten Lebenssituationen explizit oder implizit Druck ausgeübt wird, dieses Angebot auch in Anspruch zu nehmen. Und ich bin keine große Freundin davon, Dinge im Strafgesetzbuch zu regeln. Bin aber der Auffassung, dass wir das anders nicht geregelt bekommen. Uns geht es darum, eben auch das Lebensende, nicht unter Druck zu setzen, Menschen auch am Lebensende oder auch in schweren Krankheiten nicht unter Druck zu setzen, dass sie eben durch eine offensiv angebotene Verfügbarkeit solcher Angebote mehr oder weniger dazu gedrängt werden könnten, zu sagen, ich will meinen Angehörigen nicht zur Last fallen. Ich will nicht weiter die Leistungen des Gesundheitswesens, so unzureichend sie auch sein mögen, in Anspruch nehmen. Und ich bin zu nichts mehr nütze. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mich besonders bewegt. Wir haben nämlich in unserer Gesellschaft einen Nützlichkeitsdiskurs und einen Lebenswertdiskurs, der unter anderem auch durch diese Angebote befeuert wurde. Ich finde, wenn wir über Selbstbestimmung oder Bürgerrechte reden, müssen wir auch darüber reden, wie wir sozusagen bei denjenigen, die Schwächsten in der Gesellschaft sind, die wir denen gegenüber Schutz ausgestalten. In einer optimalen oder in einer wirklich solidarischen Gesellschaft, in der es keinen solchen Nützlichkeits- und Leistungsorientierungsdiskurs gäbe, wäre ich vielleicht nicht auf diesem Antrag. Aber wir müssen, glaube ich, auch wenn wir über individuelle Menschen- und Bürgerrechte reden, müssen wir immer in den gesellschaftlichen Kontext einbinden. Und eine solche Gesellschaft sehe ich leider noch weiter im Raum. Gut, ich würde jetzt, da es in der ersten Runde ja um die Vorstellung wesentlich der Entwürfe geht, nochmal kurz nachfragen. Frau Vogel, Sie haben gesagt, Sie sind keine Juristin, aber wenn man den Absatz 2 liest, fragt man sich natürlich, wer hier mit Teilnehmer gemeint ist. Also das heißt, als Teilnehmer bleibt straffrei. Teilnehmer an einer Straftat, der dann straffrei bliebe, setzt voraus, dass es eine Straftat gibt, an der teilgenommen wird. Der Suizid ist das nicht. Wenn aber jetzt, insofern gibt es den Teilnehmer an der Straftat nicht. Wenn man das jetzt weiterliest, kann man natürlich sagen, Teilnehmer am Suizid im Sinne der Assistenz. Das wäre eine sehr großzügige Lesart. Also, und dann kommt natürlich raus, er darf nicht geschäftsmäßig handeln und das Und verbindet es dann so, dass es entweder Angehörige, das sind Absatz 1 genannten anderen oder diesen Nahestehenden. Dass ich also dann Nahestehender oder Angehöriger sein muss. Also jedenfalls ist das der Text und die Interpretationsversuche von Juristen würden, nehme ich an, so ähnlich aussehen, wie ich sie gerade gemacht habe. Also insofern müsste ich an der Stelle nachfragen, was hier eigentlich los ist und was gemeint ist. Ja, dann muss ich das nochmal erklären. Also erstens, auch mit unserem Gesetzentwurf wird der Suizid nicht strafbar. Das heißt, es geht jetzt nicht in Absatz 2 um Teilnehmer am Suizid, sondern es geht ausschließlich um die geschäftsmäßige Suizid,
Assistenz. Das heißt, der Teilnehmer ist derjenige, der nicht selber Täter ist, sondern Beteiligter an der Tat. Die Tat wird ermöglicht. Beispielsweise die Angehörige, die jemanden zu einem solchen Sterbehelfer, Sterbehilfeverein begleitet. Oder der Freund oder Nachbar, der im Gespräch sagt, da gibt es die und die Möglichkeiten, wenn du aus dem Leben scheiden willst. Der handelt selbst nicht geschäftsmäßig und ist auch nicht selbst Täter, sondern nur Teilnehmer an der Tat. Und wir haben die Gefahr gesehen, wenn wir diese Einschränkung im Absatz 2 nicht machen könnte, ein Teilnehmer, der beispielsweise jemanden in die Schweiz zu einem der einschlägigen Vereine begleitet, schärfer bestraft werden als der Täter selbst, der ja in der Schweiz sitzt und dessen wir dann auch nicht habhaft werden. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also das, darum ist dieser Absatz 2, der für Nicht-Juristen etwas schwer verständlich ist, in dem wir aber unsere Juristen und Juristinnen sehr nachdrücklich erklärt haben, ist ja unbedingt notwendig, um irgendwie die Straffreiheit von Angehörigen oder nahestehenden Personen, Freundinnen, Freunden, Nachbarn in dieser Situation zu regeln. Ja, das kann auch zum Beispiel ein Arzt sein, der eben die entsprechenden Hinweise gibt, wenn er mit dem Patienten im Behandlungsverhältnis steht und so weiter. Also gut, Teilnahme bezieht sich dann auf die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, so wie sie in Absatz 1 verboten wird. Und da nehmen Sie eben den nicht geschäftsmäßig Handelnden, der muss aber dann auch Angehöriger oder Nahestehender sein, aus. Alle anderen wären dann nach wie vor Teilnehmer, die an der Straftat, die in Absatz 1 geregelt ist, eben dann auch danach auch bestraft werden können. Okay, das. Die erste Runde ist jetzt erstmal eine Frage der Vorstellung des Regelungsansatzes und der Erläuterung durch die Autoren. Frau Kühners, bitte. Ja, danke. Also uns geht es um das Rechtsgut der Selbstbestimmung und wir gehen aus von dem Fakt, dass es bei der seit 140 Jahren existierende Straffreiheit eigentlich keine Strafbarkeitslücke gibt, sondern es gibt hier eine ethische Diskussion, die begonnen wurde, wo einfach unterschiedliche Auffassungen jetzt aufeinander prallen an der Stelle. Es geht für meine Begriffe gar nicht an dieser Stelle, bei diesen Regelungen gar nicht um das Recht auf Leben, sondern um die Selbstbestimmung. Das Recht auf Leben wird andernorts geregelt, zum Beispiel wenn jemand gegen den Willen etwas an mir tut oder die Tötung auch verlangt oder der Todesstrafe, an welchen Varianten auch immer, da geht es um das Recht auf Leben, das jemand anders nicht respektiert bei mir. Hier geht es aber um den Suizid und der Suizid ist Selbstbestimmung, weil es auch das Recht gibt, sein Leben zu beenden und nicht eine Verpflichtung, schwere Gänge bis zum Ende zu gehen. Was immer der schwere Gang sein muss. Nur um diese Selbstbestimmung geht es. Und jetzt heißt die Frage, wie stellt man eigentlich sicher oder ist sichergestellt, dass in solchen Situationen ein Betreffender, der nachdenkt über den Suizid, ein Gespräch führen kann. Ein Gespräch führen kann mit nahen Angehörigen, mit dem behandelnden Arzt oder einem ganz fremden Arzt, wenn man sagt, ich will lieber irgendeinen, der Fachmann, Fachfrau ist, immer dem in der Onkologie, also im Bereich Krebsbehandlung arbeitet, mit der Person reden oder mit einem Verein, zum Beispiel in dieser Stadt, in meiner Stadt oder in einer anderen Stadt. Zur Selbstbestimmung gehört für meine Begriffe dazu, dass ich auch selbstbestimmt ein Gespräch darüber führen kann. Und zur Selbstbestimmung gehört für mich dazu, wenn wir die respektieren, dass wir die betreffende Person, die jetzt nachdenkt, was tue ich, und darüber reden will, dass wir diese Person nicht in Bedrängnis bringen. Da hat jetzt noch keiner darüber geredet. Das ist nämlich auch eine massive Verletzung eines Grundrechts auf Selbstbestimmung, wenn ich es nicht ausüben kann, wenn alle um mich herum entweder belastet sind, weil sie sozusagen Angehörige vielleicht hin und wieder, manchen ist
wird unter so manchen Debatten steht das mal so locker da. Ja, dann kann man mit den Angehörigen, also dürfen, darf doch eigentlich jeder. Ja, aber es sind doch möglicherweise die, die am wenigsten geeignet oder am wenigsten gewillt sind. Weil sie so nahestehen und sagen, ich will nicht, dass du mich nach 25 oder 30 Jahren Ehe verlässt. Ja? Oder du bist meine Mutter und wie soll ich damit umgehen? Oder meine beste Freundin. Und keinerlei professionelle Übung darin, mit so einer Geschichte und solchen Wünschen umzugehen. Es geht um die Frage, ob jemand, der ein Selbstbestimmungsrecht hat, zu entscheiden, ob er bleibt oder gehen will, die Möglichkeit zu geben, möglichst viele verschiedene Optionen und Möglichkeiten zu haben, mit jemandem drüber zu reden. Wir wollen auch, dass man in der Lage ist, mit Ärzten drüber zu reden. Mit Ärzten drüber zu reden heißt dann also in der Praxis, wenn ich sage, Ärzte dürfen eigentlich nicht, und zwar Ärzte dürfen nicht geschäftsmäßig, ist im Zweifelfall jede Frage, wenn jemand zum Onkologen geht und der nächste geht auch nochmal hin und morgen kommt noch einer, muss der Arzt, wenn es geschäftsmäßige verboten wäre, jedes Mal sagen, nein, mache ich nicht. Weil spätestens beim zweiten, dritten Mal würde es zum Geschäft und zur Organisation gehören. Weil ein Geschäft ist ein Geschäft, damit muss man nicht mal Geld verdienen, das könnte man sogar kostenlos machen, rein juristisch. So, wir haben deshalb für uns geregelt, also wir hatten mal, das muss ich historisch sagen, eigentlich die Idee zu gucken, können wir Dinge im Vereinsrecht regeln, die ich jetzt darstelle, aber nach vielen juristischen Gesprächen haben wir gemerkt, es ist total schwierig, das zu tun. Jetzt könnte man sagen, dem wäre ich ja auch gar nicht abhold, zu sagen, man muss, weil keine Lücke besteht, eigentlich gar nichts regeln. Es gibt aber offensichtlich Sorgen und Diskussionsbedarfe und unser Text ist quasi auch ein Angebot an Leute, die Sorgen haben. Deshalb ein eigenständiges Gesetz, das die Voraussetzung der Strafbarkeit der Hilfe zur Selbsttötung regelt. Das sagt dann, in § 2 die Selbsttötung ist straflos, die Hilfe zur Selbsttötung ist grundsätzlich straflos. Wir definieren in § 3, dass Hilfe zur Selbsttötung dann geleistet werden darf, wenn der sterbewillige Mensch den Wunsch zur Selbsttötung frei verantwortlich gefasst und geäußert hat. Das ist dann erläutert vom juristischen Begriff her nachher in der Erläuterung klargestellt, dass das heißt volljährig und in freier Willensbestimmung. Und nun haben wir eins getan, nämlich eine Gruppe rausgenommen. Da liegt also sozusagen auch das Angebot in der Debatte bei uns. Eine Gruppe rausgenommen, da geht es aber in Wahrheit gar nicht um die Tötung oder einen nicht akzeptierten Willen, sondern dass plötzlich jemand der in der Beratung ist, ein eigenständiges Interesse hat. Und das ist der, der damit Geld verdient. Aber nicht jeder, der Geld verdient. In § 4 ist es, wer Hilfe zur Selbsttötung mit der Absicht leistet, also Absicht, sich oder einen Dritten durch wiederholte Hilfehandlung eine fortlaufende Einnahmequelle, von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen, gewerbsmäßiges Handeln, ist quasi die juristische Legaldefinition, wird mit freier Strafe und so weiter bestraft. An der Stelle haben wir mit einigen Leuten intensiv diskutiert und dann gefunden, dass das eine die Möglichkeit ist, sozusagen das finanzielle Eigeninteresse einer Person auszuschließen. Vielleicht brauchen es nicht auch andere, wie zum Beispiel der Entwurf, der hier gleich für Rollen gespielt wird, gibt. Die sozusagen Sinn macht für uns, war es jetzt diese Variante. Und dann haben wir gesagt, dass etwas geregelt in unseren Vorschlägen, was auch auf eine Sorge eingeht, aber auch auf etwas, was jeder gute Praktiker, außer vielleicht Verwandte, sowieso tun. Nämlich zu dokumentieren, was sie tun. Darzustellen, dass sie mit wiederholt geredet haben, das zu dokumentieren. Ihr kennt sicherlich die Geschichte mit den Videofilmen und so, weil auch in der Schweiz regelmäßig die Polizei oder der Staatsanwalt kommt, weil du natürlich in einem Grenzbereich bist, aber die haben vor Ort schon Dignitas und andere mit der Polizei klargestellt, welche Beweise die Polizei haben will, damit klar ist, dass das eine freie Willensbestimmung, Selbstbestimmung war, wo man nur Beihilfe geleistet hat, also eine letzte Handlung. Der Betreffende, der den Suizid begehen wollte, auch selber begangen hat. Deshalb machen wir die Gespräche und Videoaufnahmen und Ähnliches. Und ich glaube, dass wir nicht mehr als das eigentlich hier dokumentiert haben, wenn auch also ein paar Detailregeln einschließlich der Geschichte, dass zwischen zwei Beratungen 14 Tage liegen mussten. Das faktisch sich, wenn man sagen kann, es ändert sich eigentlich faktisch was gar nicht, weil selbst Kusch, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt über mühevolle Verwaltungsrechtsfragen und auch gezwungen wird und versucht wird, dass daraus kein gewerblicher Gewinn erzielt wird, also nicht auf Dauer angelegt Gewinn erzielt werden soll mit in nicht unerheblichem Umfang. Die Ärzte sind da im Prinzip vollkommen raus. Warum?
Weil wenn ein Onkologe wiederholt die Antwort gibt, ja, das würde ich tun, ich bin bereit, mit ihm darüber zu reden, lieber aber nicht, und wir besprechen, ich schließe das nicht für mich aus, aber wir besprechen das am Ende. Als erstes würde ich mit ihm über die Therapie, was machen wir mit ihm, wollen Sie mit Ihrer Zeit noch machen, wie geht die Schmerzbehandlung und so weiter, reden. Dann ist das ja nicht dauerhaft mit Absicht auf nicht unerheblichen Gewinn gerichtet gemacht, zumal der Arzt ja auch sagen könnte, du musst die Unkosten für das Medikament zahlen, aber das dann dahinlegen, rechne ich gar nicht extra ab. Insofern ist das für uns, für meine Begriffe, auch eine Klarstellung dafür, dass geschäftsmäßig und organisiert bei Ärzten unter diesen Beratungsbedingungen problemlos funktioniert. Und ich finde, das Recht auf Selbstbestimmung muss auch praktische Relevanz haben. Das heißt, ich kann meine Selbstbestimmung nur praktizieren, wenn ich auch die Chance habe, mit Leuten darüber zu reden. In einer demografisch veränderten Gesellschaft und bei der hohen geografischen Mobilität, die heute besteht, ist das, glaube ich, nötiger denn je, irgendwo reden zu können. Ehrlich gesagt steckt dahinter für mich immer noch die Hoffnung, dass damit am Ende sogar der ein oder andere Suizid verhindert wird, weil die Leute ihre Rechte besser kennen, was medizinische Behandlung und Schmerztherapie und Begleitung angeht. Ich habe aber richtig verstanden, um nochmal ganz kurz nachzufragen, dass Sie einverstanden sind mit der Bemerkung auf dem Handout, faktisch ändert sich nichts. Naja, rechtlich wird jetzt klar aufgeschrieben, was gewerblich ist. In der Praxis gibt es aber, glaube ich, gar kein gewerblich, in Deutschland im Augenblick, weil auch da, wo Kusch mal 1000 Euro genommen hat, wenn ich das richtig verstehe, aber ich mache keine abschließenden rechtlichen Urteile für ihn, aber wenn ich es richtig verstehe, hat der sich gerade wegen der verschiedenen Rechtsstreitigkeiten, macht er so Dinge wie früher nicht mehr, dass er sagt, die Beratung geht schneller, wenn du 1000 Euro mehr zahlst. Ich bin es ja auch nicht, aber wenn das da noch wäre, wäre es damit dann aber unmöglich, weil es erstens die 2-Wochen-Frist gibt zwischen 2 Beratungen. Und zweitens, wie beim gemeinnützigen Verein, du darfst keine Gewinne machen, sondern müsstest du, sobald du sowas hättest, am Ende des Jahres abführen. Okay, danke. So, jetzt kommt das Rollenspiel. Also nochmal, es gibt für Michael Blöse kein Bild hier etwa mit Vorstellung, damit niemand ihn identifiziert mit einem der Initiatoren, sondern er besetzt hier eine Rolle. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich nah am Text zu halten, das ist ja der Gesetzentwurf und nochmal so ein 5-Thesen-Papier der Antragstellerinnen und Antragsteller. Ich schieße aber sozusagen als polemischer Jurist noch eine Wertung vorweg, die das zusammenfasst. Der Gesetzentwurf könnte überschrieben werden mit der Bezeichnung Prävention statt Repression durch Regulierung statt Kriminalisierung. Also das ist sozusagen so die Zielrichtung. In dem Thesenpapier heißt es dazu unter Punkt 5, dass sozusagen 4, dass da Einverständnis darüber besteht, dass Sterbehilfsorganisationen abgelehnt werden. Es soll aber den Ärztinnen und Ärzten explizit erlaubt werden, todkranke Menschen am Lebensende ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Und dadurch ermöglicht werden, dass es sozusagen eine legalisierte Form gibt, die Sterbehilfsorganisationen erübrigt. Also weil es ein ärztlich begleitetes Sterben gibt, ist es halt nicht notwendig, auch solche gewinnorientierten Sterbehilfsorganisationen zurückzufallen. Der zweite Ausgangspunkt, der sozusagen diesen Entwurf kennzeichnet und der sozusagen die Ablehnung einer strafrechtlichen Lösung ist, eine kriminalisierende Lösung ist der, dass davon ausgegangen wird, dass die vorgestellten Kriminalisierungsversuche eine ärztliche Beteiligung letztendlich mitkriminalisieren werden. Dazu heißt es, dass also jede strafrechtliche Bestimmung, die das Wirken von Sterbehilfsorganisationen und einzelnen Sterbehelfern verbietet, indem sie die gewerbliche oder geschäftsmäßige auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe unter Strafe stellt, das Risiko beinhaltet, auch den vertrauensvollhandelnden Ärztin oder Arzt zu kriminalisieren. Das liegt begründet in dem Begriff der Gewerbsmäßigkeit, auch wenn, also hier, das steht jetzt hier nicht, das ist meine Wertung, wenn jetzt hier ein doppelter Vorsatz in dem Künast- und Kolleginnenentwurf präsentiert wird, ist das sozusagen erstmal ein Begriff, der sozusagen darauf abzielt, dass hier ein Gewinn erzielt wird und das ärztliche Handeln sozusagen auch auf
Gewinn rekurrieren kann, ist jetzt erstmal etwas relativ Übliches. Insofern sagt also der Entwurf 4, wir versuchen es nicht zu kriminalisieren, um halt diese Gefährdung der ärztlichen Tätigkeit zu verhindern, sondern versuchen eine Regulierung, die gleichzeitig eine Standardisierung des ärztlich begleiteten Sterbens ist. Sie will offensichtlich nicht die Beihilfe zum Suizid durch Nichtärztinnen und Nichtärzte kriminalisieren, also daran nichts ändern, sondern lediglich sozusagen ein Wettbewerbsvorteil dadurch schaffen, dass also Ärztinnen und Ärzte hier Dienstleistungen anbieten nach bestimmten Standards. Sie gehen davon aus, dass die Palliativmedizin vieles kann, aber nicht alles. Sie hat deswegen auch definitorisch Vorrang, auch verfahrensrechtlich Vorrang, da wo sie Grenzen hat oder wo sie von der selbstverantwortlichen Person abgelehnt wird, muss aber die ärztliche Hilfestellung nicht aussetzen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Rechtsordnung der Grundsatz zugrunde legt, dass die Statuierung einer Rechtspflicht zum Leben nicht enthalten ist, also illegitim ist. Daraus ergibt sich ein umfassender Dispositionsfreiheit im Hinblick auf das eigene Leben, wie es eben in dem Recht auf Suizid und der Straffreiheit der Beihilfe zum Ausdruck kommt. Das Problem dabei ist, dass die Ärztinnen und Ärzte zwar strafrechtlich freigestellt sein müssen, wenn sie es richtig anstellen, aber durch das Berufsrecht, also die Satzung der Kammern, der Ärztekammern, Landesärztekammern, das verboten wird teilweise unter verfassungsrechtlich bedenklichen rechtlichen Prägungen oder Statuten, die unter anderem vom Berliner Verwaltungsgericht 2012 auch für in dieser Form nicht statthaft gehalten worden sind, aber in den entsprechenden Grundsätzen der Sterbebegleitung der Bundesärztekammer heißt es, Zitat, die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe. Also dieser Gedanke, dass es keine ärztliche Aufgabe ist, soll es ausschließen und dem soll jetzt sozusagen diese Rechtsunsicherheit für die Ärzte und Ärzte versucht, dieser Entwurf jetzt dadurch Abhilfe zu schaffen, dass er eine bundesrechtliche Regelung schafft, die also die Ärzte ein Recht des Patienten beinhaltet, auf ärztliche Begleitung bei der zweiverantwortlichen Suizid, beim zweiverantwortlichen Suizid und dass die an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Die letzte Prämisse, die vorher aufgestellt wird, ist, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben und deswegen Werteanschauungen sehr verschieden verhandelt werden, selbst innerhalb von Glaubensgruppen, die da sehr konkrete Aussagen zu treffen, eben das einzelne Religionsmitglied dann trotzdem eine eigenständige moralische Entscheidung trifft, weswegen der Staat hier also eine generelle Zurückhaltung leisten muss, die gleichzeitig gewährleistet, dass die Entscheidung des Einzelnen oder der Einzelnen zum Tragen kommt, sowohl auf der Seite des Patienten, der Patientin, beziehungsweise auf der Seite des Arztes, der halt nicht zu einer Behandlung verpflichtet werden kann. Was steht jetzt drin? Die Regelung spielt in den insgesamt, wir sehen hier, und ihr seht hier nur einen Teil der Gesamtregelung. Insgesamt sind es vier Absätze. Die Absätze sollen eingeführt werden. Es soll eingeführt werden in das bürgerliche Gesetzbuch. Ein neuer Abschnitt im Familiengesetzbuch. Warum da? Weil der Gesetzentwurf davon ausgeht, dass also da, wo ärztliche Geschäftstätigkeit geregelt ist, es ja um eine Verpflichtung des Arztes, vertragstypische Leistung geht und dass dadurch, dass es ein freiwilliger Aspekt ist und dass ein Anspruch auf einen bestimmten Arzt nicht besteht, auch kein Vertragsverhältnis gegründet werden soll und es deswegen nicht passt dort, wo also normalerweise das Dienstrecht geregelt ist. Deswegen soll es hier im Familiengesetzbuch Eingang finden, aber nicht beim Betreuungsrecht, sondern weil hier also keine Betreuung stattfindet, sondern es halt auf die Eigenverantwortlichkeit ankommt, soll also ein neuer Abschnitt eingeführt werden, der sich da nennt Selbstbestimmung des Patienten. Das ist also die Abschnittüberschrift und da soll ein einzelner Paragraph, der 1921a, der hier angeschlagen steht, unter bestimmten Voraussetzungen die frei verantwortliche Beteiligung der Ärztinnen und Ärzte am Tod auf freiwilliger Grundlage gewährleisten. Was sind die Voraussetzungen? Die Voraussetzung ist, dass grundsätzlich weiterhin, wie gesagt, die Straffreiheit jeder Suizidbeihilfe gewährleistet wird. Ausnahme ist nunmehr
dass ärztliche Suizidassistenz nur dann gesetzlich ausdrücklich erlaubt und deshalb auch nur dann berufsrechtlich vor Sanktionen geschützt ist, wenn erstens der Patient volljährig und einwilligungsfähig ist, die Einwilligungsfähigkeit auch besteht zu jedem Zeitpunkt, also sowohl bei der Beratung als auch im Zeitpunkt des Todes, die ärztliche Hilfestellung freiwillig ist, eine umfassende Beratung des Patienten oder der Patientin stattgefunden hat und, das ist jetzt also etwas, was hier nicht ganz korrekt steht in dem Handout, wer darf assistieren, was sind die Voraussetzungen, also da muss es also richtig heißen, dass das Vorliegen einer unheilbaren, unumkehrbar zum Tod führenden Erkrankung der Patientenwunsch und dessen Einwilligungsfähigkeit, also die Einwilligungsfähigkeit des Patienten, nach einem Vier-Augen-Prinzip durch einen anderen Arzt bestätigt werden muss. Also es steht hier im Gesetzgebungstext nicht ganz eindeutig, also in den Materialien nicht ganz eindeutig, da wird immer davon gesprochen, dass ein anderer behandelnder Arzt sozusagen die Indikation, dass es hier eine Erkrankung gibt, die zum Tode führt, dass das bestätigt werden soll. Der Gesetzestext ist aber eindeutig insofern, als dass er sagt, es gibt also von dem Vier-Augen-Prinzip vom anderen Arzt drei Sachen zu bestätigen. Also die unheilbare, unklarbar zum Tod führende Erkrankung, erstens der Patientenwunsch, sterben zu wollen und letztens die Einwilligungsfähigkeit. Es gibt zwei Möglichkeiten, die unter denen sozusagen Palliativmedizin nicht mehr fortgesetzt wird, nämlich dass das Leiden halt durch palliativmedizinische Einwirkungen nicht beseitigt werden kann oder aber, dass es sozusagen in Würde sterben nicht möglich ist, weil der Patient die weitere Erduldung der Krankheit nicht zugemutet werden kann. Das Beispiel, was hier im Gesetzgebungstext gebracht wird, ist der Ekel vor sich selbst. Ich frage nochmal nach, den Ärzten wird es erlaubt, in dem beabsichtigten 1921a, aber es werden Bedingungen daran geknüpft, die insbesondere natürlich beim Suizidenten liegen, eine unheilbare, tödlich verlaufende Krankheit. Dass das ernsthafte Verlangen da ist und dass der Selbstbestimmte gilt immer. Also in jedem Fall beim Suizid, wenn das nicht da ist, wird es mindestens eine Körperverletzung, wenn nicht gar eine Straftat gegen das Leben. Ja? Also so weit müssen wir alle übereinstimmen. Aber jetzt hier die Erlaubnis für den Arzt, die nicht geknüpft ist an das Ausschließen anderer Sterbehelfer, das ist sagt der Entwurf ausdrücklich, es vertraut darauf, dass die Leute zum Arzt gehen, aber der Arzt unterliegt praktisch einer Reichweitenbeschränkung. Das würden Sie teilen. Das ist die gleiche Diskussion oder eine ganz ähnliche Diskussion, die wir bei der Patientenverfügung hatten. Auch da war so eine Reichweitenverfügung vorgesehen, jetzt wird aber nicht durchgesetzt. Ja? Am Ende. Also es, die Patientenverfügung gilt ohne Reichweitenbeschränkung. Hier aber soll der Arzt nur assistieren unter diesen Bedingungen, die genannt werden. Ja oder nein? Nichts anderes, also nichts Gegenteiliges zu dieser Aussage lässt sich dem Material entnehmen. Okay. Cool. Kann ich noch was dazu sagen? Ja, bitte. Also, weil mir jetzt mal auffällt, was haben diese beiden Anträge sozusagen gemeinsam, ja? Mal jeder hat Tatsache, dass wir jetzt eine Sonderregelung für auf Gewerbe ausdrücken mit Absicht, reichlich Gewinn zu machen oder so. In diesen beiden Antragsfällen ist es immer so, dass ansonsten nichts zur Sterbehilfe oder zum Suizid im Strafgesetzbuch steht. Das heißt also, in allen Fällen wäre es dann so, dass es so ist wie heute schon. Ja, du kannst als Verein kommen, da kann ein Arzt kommen und du musst jetzt nur den Tatbestand und musst nur feststellen, dass es tatsächlich ein Suizid war, also eine erwachsene Person mit freier Willensbestimmung. Und der Punkt wäre jetzt der, bei einem Arzt würde man zum Beispiel sagen, na, ist das vielleicht eine Tötung auf Verlangen oder so gewesen, und dann könnte der Arzt den, was ist es, 1921 klein a, als Rechtfertigungsgrund ranziehen.
Ja, also würde auf alle Fälle an der Stelle sich schon mal sozusagen auf die rechtlich sichere Seite begeben, indem er sagt, ich habe aber alles nach diesen Regeln gemacht. Ich will nur sagen, das ist so, das muss nicht zwingend ausschließen, dass da plötzlich noch Konstellationen sind, die über den 1921a hinausgehen. Ja? Ich würd gerne noch mal jetzt grundsätzliche Runden machen, und zwar noch einmal fragen, Frau Künast, ist nicht die Zulassung des Arztes beim Suizid dann auch die Zulassung etwas Gewerbsmäßigen? Oder soll der Arzt dann was außerhalb der ärztlichen Tätigkeit, der sie sonst durchführt, machen oder nicht? Was meinen Sie? Also ich meine, das sagt ja nichts. Also das tut so, als würde es der Arzt durchaus in üblicher Weise, das heißt gewerbsmäßig machen können. Und das geschäftsmäßig. Entschuldigung. Gewerbsmäßig. Ja. Gewerbsmäßig. Also für uns gilt, dass wir sagen, gewerbsmäßig ist, das hatten wir ja als Legaldefinition da oben schon mal hinzustellen, wenn einer die Absicht hat, sich oder einem Dritten durch wiederholte Hilfeleistung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen. Das heißt, wer jetzt sagt, er macht es nur organisiert oder geschäftsmäßig, also hier und da und immer mal wieder, ja, weil es sich in der Praxis einer Krebstherapie oder Beschwerden oder so als Frage ihm stellt und er wiederholt mal zu dem Punkt kommt, ja, ich leiste Beihilfe, dann kann man ihm das nicht vorwerfen, nur weil es geschäftsmäßig ist, also ich mir die Unkosten erstatten lasse oder so, oder du kannst nochmal dabei Geld verdienen. Ja? Aber das Gewerbsmäßige hat all diese Kriterien, die Absicht, fortlaufende von einer Dauer und einem Umfang sich zu verschaffen. Das ist das, was wir regeln. Ja. Und das bedeutet für den Arzt, dass es in seiner normalen ärztlichen Tätigkeit, die natürlich auch die auf die Erzielung von und Dauerhaftigkeit angelegt ist, nicht integrieren kann. Doch. Sie müssen ihn ja nachweisen, dass er die Absicht ist, auf Dauer angelegt und nicht in so und so viel einem nicht unerheblichen Umfang damit Geld zu verdienen. Das können Sie ihm gar nicht nachweisen, wenn er sagt, ja, das schließe ich nicht aus in der Beratungssituation. Und dann können wir diese Beratung oder so mal machen. Wo wollen Sie ihm jetzt, Frau Will, nachweisen, dass er da diese wirklich klare Definition der gewerbsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung macht. Ja, der kann schlicht und einfach sagen, ich helfe dir und du zahlst die Unkosten, dass ich jetzt mit dem Auto da hingefahren bin oder so, oder mit der Tageskarte der BVG und das Medikament sozusagen und die Spritze, die ich danach nicht normal benutze, sondern wegschmeiße oder vernichte oder so. Dann hat er keine sozusagen fortlaufende Einnahmequelle von und so weiter. So, er hat sich die Unkosten erstatten lassen. Okay, ich danke erstmal und würde aber jetzt hier auf dem Podium noch. Achso, darf ich noch eins sagen? Und der Unterschied ist ansonsten aber, dass bei uns nicht die enge Definition ist, wie die im 1921a ist. Da unheilbare, tödlich verlaufende Krankheit. Ja, und also so. Keine Reichweitenbeschränkung. Ja, keine Reichweitenbeschränkung, sondern weil bei uns die Debatte war, dass wir gesagt haben: also Selbstbestimmungsrecht muss es auch zum Beispiel beim Tetraplektiker geben, der bis da gelähmt ist und gar nicht weiß, wie er also an Hilfe kommen kann. Und die Person wollen wir zum Beispiel nicht darauf zu reduzieren, das Glück zu haben, irgendwie einen mutigen Angehörigen nahestehende Person oder so zu haben, sondern auch die Chance zu haben, ich wende mich an so jemanden und wenn es dann so ist, dann kann mir geholfen werden, weil mir jemand den Becher und den Vorhang dahin stellt und ich dann die letzte Tat habe und mich selber mache. Das ist hier die Verbreitung. Ich will noch eine Podiumsrunde machen, und zwar zu der Frage, wie sind die Entwürfe zum berufsrechtlichen Verbot der Suizidhilfe für Ärzte verhalten. Frau Keul hat darauf
schon reagiert und hat gesagt, das sollen die Ärzte machen. Das wird, bleibt von ihr Vorschlag, nichts neu zu regeln, unangetastet. Moment, das ist ja die Frage. Frau Vogel hat mich ausdrücklich darauf reagiert, das könnten Sie gerne noch mal tun. Die Frage geht aber auch an Frau Künast jetzt hier. Beabsichtigen Sie mit Ihren vorgeschlagenen Regelungen in Ihrem Nebenstrafrechtsgesetz, sage ich jetzt mal, gegen das berufsrechtliche Verbot zu wirken? Bei Reimann, Hinze, Lauterbach ist klar, diese Regelung des Bundesgesetzgebers im BGB zielt ganz eindeutig darauf, dem Berufsrecht bei der Regelung des ärztlich assistierten Suizids enge Grenzen zu setzen. Man kann das zwar noch weiter ausgestalten, aber man kann schon wegen der Hierarchie in der Rechtsordnung als Satzungsgeber, der man ja ist im Berufsrecht, dann etwas, was der Bundesgesetzgeber gemacht hat und erlaubt hat und als Patientenrecht praktisch verankert hat, dann wieder auflösen. Also das ginge wegen der Einheit der Rechtsordnung nicht. Aber es wäre noch sich zu fragen, wie verhält sich der Entwurf Brandkrise-Kobler dazu? Und mich interessiert auch, weil das noch nicht behandelt worden ist, was hier damit gemeint ist. Denn es ist klar, dass diese berufsrechtlichen Sanktionen, die in 10 von 17 Ärztekammerbezirken heute Ärzten drohen, wenn sie beim Suizid assistieren, natürlich ein Hemmnis sind, die Dinge zu enttabuisieren und in der Gesellschaft auch dann, wenn es schon passieren muss, zu professionalisieren. Das ist relativ klar. So, Frau Vogler, wollen Sie? Ja, wir haben jetzt Voraussetzungen offenbar, die so nicht teile. Also ich möchte keine durchgängige Professionalisierung der Suizidassistenz. Deswegen haben wir da eine unterschiedliche Auffassung, das würden wir wohl einfach so stehen lassen. Aber wir haben uns wirklich nochmal Gedanken gemacht, wie wir denn eigentlich in dieser Frage des ärztlichen Standesrechts stehen, welche Einflussmöglichkeiten wir sehen. Und als Mitglied im Gesundheitsausschuss habe ich ja relativ häufig mit der Frage zu tun, was kann eigentlich das ärztliche Standesrecht und was kann es nicht. Und ich kann da nur den Ärztepräsident Montgomery zitieren, der gesagt hat, in diesem Zusammenhang, dass das ärztliche Standesrecht ein nasses Pappschwert ist. Also trotz dieser angeblich fürchterlich gegebenen Regelung werden Sie in den letzten 10 Jahren keinen Fall finden, in dem wirklich standesrechtlich ein Arzt, der einem Patienten zum Suizid geholfen hat, angewandt wurde, erfolgreich angewandt worden wäre und in dem schmerzhafte Sanktionen verhängt worden wären. Wir haben in einem anderen Bereich, wo es zum Beispiel um die Frage von Korruption im Gesundheitswesen geht, auch nochmal intensiver nachgefragt, wie das denn eigentlich aussieht in den einzelnen Kammerbezirken überhaupt mit standesrechtlichen Verfahren und haben da relativ ernüchternde Dinge gehört, dass selbst da, wo Ärzte in größerem Umfang an korruptivem Verhalten beteiligt waren, standesrechtlich das, ja, gar keine Konsequenzen hatten. Sondern die Konsequenzen immer erst in Erwägung gezogen wurden, wenn es ein Strafrechtsverfahren erfolgreich gegeben hat, also staatsanwaltliche Ermittlungen, Strafrechtsverfahren und eine Verurteilung, wo das Ganze auch noch in der Öffentlichkeit entsprechend Beachtung gefunden hat. Also insofern bin ich sehr im Zweifel, ob man jetzt sozusagen von außen in das Standesrecht einhaken muss. Wenn es da so große Empörungen in der Ärzteschaft gibt, dann sage ich auch immer, Leute, wenn ihr euch über euren eigenen Verein erinnert was. Es gibt ja sowohl in den Kammern als auch in den kassenärztlichen Vereinigungen gibt es Delegierte, da finden die Wahlen statt, da werden politische Aufträge erteilt und über die Leute sich darum kümmern, entsprechende Beschlüsse in den Kammern herbeizuführen.
Einzelnen ist es, glaube ich, einfacher, als wenn wir von außen in das ärztliche Standesrecht reinzureagieren. Und es ist keine Frage von Rechtssicherheit, wenn man einfach so ein zerklüftetes Standesrecht in Bezug auf die ärztliche Assistenz beim Suizid einfach bestehen lässt. Wenn also das in dem einen Ärztekammerbezirk erlaubt ist, weil der nicht gefolgt ist der Bundesärztekammer und ein paar Meter weiter dann eben das sanktioniert werden kann. Das ist gar kein Problem. Nochmal, ich kann verstehen, dass das für die Ärztinnen und Ärzte ein Problem ist, aber das ist ein Problem, das die Lösung sie selber letzten Endes in der Hand haben. Und wo ich nicht sehe, also ich sehe wirklich nicht den Punkt, dass man da jetzt von oben etwas reingibt, was sozusagen die Mehrheit der Ärzte an der Basis nicht teilt. Ja? Also Standesrecht. Gut. Sie kommen auch gerne dran, aber bitte. Ja, also wenn ich die Kollegin Vogler richtig verstehe, dann stellt sich bei dem Entwurf die Frage gar nicht, weil die Ärzte sowieso einem strafrechtlichen Verbot unterliegen. Dann kommt es auf das Berufsrecht überhaupt nicht mehr an. Also das ist doch, das ist ja das Entscheidende. Naja, die stellen die geschäftsmäßige und die gewerbsmäßige unter Strafe und damit können die Ärzte keine Beihilfe zu Sterbehilfe mehr machen. Das ist einmal in Leben. Nein. Jetzt bin ich dann auch restlos verwirrt, aber gut. Also ich will nochmal auch, ich habe ja hier ein bisschen das Problem, dass meine Position sich am besten dadurch schildern lässt, dass ich sage, warum ich die anderen Regelungen nicht gut finde, weil ich will ja nichts ändern. Deswegen war es etwas schwierig sozusagen am Anfang einzusteigen mit der Position. Ich habe mich auch auseinandergesetzt, vor allen Dingen mit dem Vorschlag von Hinze und Co., weil die natürlich die einzigen sind, die sozusagen erstmal keine strafrechtlichen Regelungen wollen und auf den ersten Blick es so aussieht, als würden die also sozusagen in Richtung Liberalisierung für die Ärzte was machen wollen. Wenn man sich aber die Begründung auch nochmal ansieht, wird man feststellen, wie es auch eben schon gesagt worden ist, dass sie eben nur den Ärzten, also dass sie eben auch die Vereine nicht wollen. Es ist zwar kein strafrechtliches Verbot drin, aber sie spekulieren dann so ein bisschen auch, dass man nebenbei das ja dann auch noch kombinieren könnte mit anderen Anträgen, die Sterbehilfevereine verbieten. Das ist natürlich nicht meine Position, von daher konnte ich mich damit jetzt nicht identifizieren. Und außerdem, rein rechtstechnisch, glaube ich, ist das BGB nicht der richtige Ort, um Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung zu gewähren. Das ist hier auch nochmal jenseits von der Gesetzgebungskompetenz, die wie gesagt für den Bund aus Artikel 74 gar nicht ergibt, braucht ein nicht der richtige Ort im Familienrecht bei der Patientenverfügung, sozusagen hier die Ärzte vor einer berufsrechtlichen Sanktion schützen zu wollen. Also das, glaube ich, wird auch rechtlich einer Überprüfung nicht standhalten. Also aus zwei Gründen ist das für mich keine Lösung, wie gesagt. Einmal, weil die Lösung im BGB die falsche Stelle ist und zum Zweiten, weil die Implikation ist, nur Ärzte und Ärzte unter bestimmten Umständen. Die Umstände scheinen mir auch nicht bestimmt genug zu sein, die Wahrscheinlichkeit des Todes und so weiter. Da möchte ich dann mal sehen, wie man das dann greifen will, aber vor allen Dingen eben auch die Sterbehilfevereine ganz rausnehmen will. Von daher ist das für mich auch keine Lösung. Dass die Lösung von Frau Vogler für mich keine Lösung ist, ich glaube, das ist klar deutlich geworden. Da braucht es, glaube ich, keine Abgrenzung. Und bei der Kollegin Kühner ist es eben so, dass wir es nicht so ist, wie es hier steht, dass sich faktisch nichts ändert, sondern wir haben zwei neue Straftatbestände mit einer Strafung bis zu 3 Jahren. Das ist nicht das, was ich mir im Bereich der Sterbehilfe wünsche für die Beteiligten. Und vor allen Dingen ist es für die Ärzte ja so, das ist ja nicht, dass sie das jenseits ihrer ärztlichen Tätigkeit machen können. Also wie immer sie Sterbehilfe leisten wollen, es wird ein Patient sein, den sie im Rahmen ihrer Berufsausübung kennengelernt haben und nicht zufällig auf der Straße getroffen haben. Das heißt, jede Tätigkeit in der Hinsicht wird immer im Zusammenhang mit diesem Patienten und mit ihrer ärztlichen Tätigkeit und damit natürlich auch mit ihrer gewerblichen Tätigkeit stehen. Das kann man nicht voneinander lösen und deswegen würden sie mit einer solchen Strafnorm immer mit einem Fuß mit drin sein. Das können wir den Ärzten an der Stelle nicht tun.
Das waren jetzt eine Menge Antworten auf die anderen Entwürfe. Ich denke, das kommt wieder, wenn Sie hier mit diskutieren, wenn also ähnliche Vergleichsfragen haben. Deswegen will ich jetzt hier auf dem Podium eigentlich nur noch mal Frau Künners fragen, wie das mit dem, mit dem berufsrechtlichen Verbot ist. Ja, da wir die Autoren nicht wirklich hier haben, und ich vermute, das sind Fragen, die da kommt, wenn ich die mit Ihnen zu sagen, wir beantworten das im Rahmen der Lebensdiskussion. Ja? Jetzt Frau Künners. Das ist aber gemein für ihn. Jetzt muss er schon Autor spielen. Und soll dann wieder auf sich nehmen, dass er nicht Autor ist. Ein bisschen gemeinsam ist er. Schwierig. Also, man kann es ja so oder so sehen. Ich glaube übrigens, dass bei der Frage Beurteilung von Berufsrecht wir nicht gut beraten sind, Frau Vogler, das mit Korruption und diesem und jenem zu verbinden. Zumal, wenn Sie sagen, die Korruption nach Berufsrecht wird gar nicht verfolgt, dann haben Sie damit eigentlich dann doch also auch das Berufsrecht in Frage gestellt, ja, in seiner Wirkung, mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass Korruption sozusagen zum Beispiel als Untreue oder so im Strafgesetzbuch schon vorhanden ist und man da dann auch reagieren muss, weil das im Übrigen ja in den allermeisten Fällen eine Straftat ist, die ja zulasten der Allgemeinheit geht. Und ich meine, es passiert in diesem ganzen Gesundheitswesen so manches, was man vielleicht nicht Korruption nennt, aber wo man sagt, da wird viel Geld zum Fenster rausgeschmissen, das man andererseits für eine bessere Behandlung und so weiter nutzen können. Aber ich finde, dass man das nicht vergleichen kann, weil es nämlich bei der Korruption dann um etwas Negatives geht, bei der Beihilfe zum Suizid aber um komplett erlaubtes Verhalten. Zumindest wenn Sie das für die Vergangenheit sehen. Ja? Wenn Sie sich natürlich jetzt mental denken, Sie hätten sich jetzt im Bundestag durchgesetzt, da müssen Sie das natürlich vielleicht anders sehen. Aber noch ist es ja so, dass man die bisherigen Verfahren zur Korruption und zur Suizidbeihilfe, glaube ich, nicht miteinander vergleichen kann, weil es ist nicht strafrechtlich so sanktioniert, ja? Sondern gehört zur Rechtsausübung. Und deshalb bin ich ja zufrieden, dass auf der Basis des bisherigen Standesrechts seit vielen, vielen Jahrzehnten keine größere Sanktion und keine Entziehung der Approbation gegeben hat, wenn ein Arzt sich entsprechend verhalten hat. Und dann sagt man, das wäre ja noch schöner. Jetzt gibt es natürlich mal ein, zwei Rechtsprechungsentscheidungen, die meinten, der Gesetzgeber dürfte da nicht rein. Aber da sage ich immer, den Rechtsweg würde ich im Zweifelsfall gerne einmal zu Ende gehen. Ich sage Ihnen, es kann eigentlich nicht sein. Es kann nicht sein, dass man etwas strafrechtlich nicht sanktioniert und 140 Jahre darauf sitzt und sagt, wir sanktionieren es nicht. Und gleichzeitig wird diese Nicht-Sanktionierung sozusagen wie ein Flickenteppich quer durch die Republik im Standesrecht organisiert, wird aber auch gar nicht vollzogen und der Arzt kann immer noch die Kammer wechseln. Das kann irgendwie auch nicht der gerechtlich gewollte Zustand sein an der Stelle. Und wir haben deshalb an der Stelle gesagt, und zwar, ich will mich gar nicht einmischen in die Frage, was sie regeln, aber ich glaube schon, dass der Gesetzgeber am Ende den Satz sagen kann, etwas, was ich nicht als Gesetzgeber nicht strafrechtlich sanktioniere, kannst du auf einer anderen Ebene nicht mit einem Berufsverbot belegen. Was es ja dann faktisch wäre, wenn man da durchgehen würde, und das wäre meines Erachtens im wahrsten Sinne des Wortes gar kein Problem. Ja, der ja dafür bekannt ist, dass er keine Aufsätze bilden kann. Nein. Zu Herrn Ott und ein bisschen zu dem, was Sie gesagt haben. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was da steht. Da bringen die Antragsteller zum Ausdruck, dass die strafrechtliche Regel was ablehnen. Das sei auch sozusagen der Ausgangspunkt dafür zu sagen, unabhängig von jeder Straffreiheit eines frei verantwortlichen Suizids wollen wir hier sozusagen berufsrechtliche Ebene klären. So. Dass da natürlich entgegen der Behauptung, die dort drin steht, auch es möglich ist, heute in ein paar Jahren eine strafrechtliche Normierung dazuzuschalten, klar, das ist denkbar. Aber das ist jetzt nicht die Intention dieses Entwurfs. Der Regelungsbedarf, da muss ich ja nicht so viel sagen, weil
wir haben ja hier keine Strafrechtsnorm, das ist natürlich hier einfacher, wir haben eine Einschränkung der Berufsfreiheit, der Berufsausübungsfreiheit, dafür braucht es eine allgemeine vernünftige Notwendigkeit und die kann man sicherlich hier begründen, selbst wenn der Anlass ein Einzelfall ist, rechtlich nicht so problematisch, ob das eine zu große Eingrenzung des Rechts auf freien Tod ist, ja, kann man natürlich sagen, Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, es gibt keinen Anspruch auf Hilfeleistung zum Sterben. Dann das Gewerbsmäßige, was Francesca aufgebracht hat und Herr Ott auch gesagt hat, ja, da würde ich natürlich sagen, wenn man den Begriff benutzt und ihn vital definiert, dann löst man ihn natürlich aus dem sonstigen Diskussionszusammenhang möglicherweise raus und macht daraus einen strafrechtlichen Begriff, der sich aus der Norm ergibt. Aber das muss man dann halt gucken, was die Gerichte damit machen. Aber jedenfalls ist es erstmal eine Gefahr, dass es anders benutzt wird, als man es jetzt langläufig versteht. Jetzt hat der Fall Sankt Kühn, der mir jetzt nicht persönlich bekannt ist. Ich gehe jetzt aber mal den 1921a mit seinen Tatbestandsvoraussetzungen durch. Da gibt es zwei grundsätzliche, die sozusagen Prüfungspflicht des Arztes oder der Ärztin werden. Das ist nämlich hier, was auch Sie gesagt haben, die zur Abbildung eines krankheitsbedingten Nebenquatsch. Eine unheilbare Erkrankung, die unumkehrbar zum Tod führt, das ist das Erste. Der zweite ist die Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens, die Hilfestellung eines Arztes bei der selbstvollzogenen Beendigung seines Leidens in Anspruch zu nehmen. Nee, Quatsch, die Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens, das ist das Zweite. So, während das Zweite sehr weitgehend ist und Selbstbestimmung des Patienten im Mittelpunkt stellt, also seinen freien Willen, und der muss nur richtig festgestellt werden, ist die erste Formulierung eine ärztliche Prognoseentscheidung, eine nach ärztlicher Kunst zu treffende Entscheidung, die in der Gesetzesbegründung stark eingeschränkt ist. Verlese deswegen mal. Mit dem Begriff unheilbarer, unumkehrbar zum Tode führender Erkrankung wird der Anwendungsbereich auf die Fälle von nicht mehr therapierbaren, organischen und zugleich irreversiblen, tödlich verlaufenden Erkrankungen eingeschränkt. Demgemäß findet die Bestimmung keine Anwendung auf psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, auf eine lediglich altersbedingte Demenz und auf unheilbar, aber nicht tödlich verlaufende Erkrankungen. Das ist die Gesetzesbegründung, ob das jetzt tatsächlich eine hinreichende Beschränkung Bestimmtheit dieser Norm ist und nicht auch weiter ausgelegt werden kann, das wird sicherlich sich auch dann in der Rechtspraxis erweisen. Eine Hilfe zum Freitod ohne ärztliche Diagnose ist damit aber nicht möglich. Ob das im Fall Kühn jetzt weitergeht, der dürfte das nicht gut. Und Sorgfaltskriterien, ja, es gibt ein paar, vier Augenprinzip. Die geforderten und es gibt sozusagen hier verschiedene Kriterien, die festgestellt werden müssen, sei es eben in Bezug auf den Patienten, sei es in Bezug auf ärztliche Erfahrung und Erfahrungswerte, die müssen auch dokumentiert werden, sollen aber nicht zu bürokratisch werden, ob das reicht und ob da die berufsrechtlichen Regelungen dann nicht noch das auflehnen, weiß ich nicht. Ein faktisches Verbot für andere Vereinigungen ist möglich, weil es ja faktisch ist. Okay. Ja, will ich mal versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, fange mit Walter Otte an. Die Frage nach der Empirie, die gar nicht an mich gerichtet war, will ich aber trotzdem beantworten, weil ich hatte mir die Anhörungsprotokolle aus dem Jahr 2012 rausgesucht. Dort wurde schon nach empirischen Daten gefragt und man hat gesagt, man habe keine. Auch die Vorlage damals von Frau Leuthäuser-Schnarrenberg, die ja von der CDU damals für mich hieß, ausreichend scharf gehalten wurde, weil die CDU eher das wollte, also bei der Gruppe, die jetzt Frau Vogel so vertritt, das war das Interesse der CDU und das hat Frau Leuthäuser-Schmarrenberger nicht erfüllt. Und deshalb hatte sie, glaube ich, ganz frech reingeschrieben, auf die, weil man die Koalitionär ja dazu zwang irgendwie. Es gibt dazu keine Empirie, gibt es auch nicht. Ich habe nochmal nachgefragt, jetzt bei der Debatte in der kleinen Anfrage und habe dann schon stark sehr lange auf die Frage, welche weiteren Daten seit 2012 denn nun entstanden seien und so weiter, die fröhliche Antwort gekriegt. Teilen wir Ihnen mit, dass wir über die gleiche Datenbasis verfügen wie 2012. So viel dazu. So, jetzt zu der Frage, welche Regelungen haben wir uns des Hans-Kühn-Beispiels, das ja der war nicht von der auf dem RDB auch so gegeben gemacht hat. Also in unserem Vorschlag kommt es allein auf die Selbstbestimmung an und nicht darauf, dass man eine Diagnose hat, die heißt, dass man in den nächsten Wochen, Tagen oder in sehr kurzer Zeit
an einer Krankheit mit schwerem Leid oder so versterben würde. Also wer Herrn Küng hilft und nicht Nahestehender und Verwandter ist, sondern organisiert, geschäftsmäßig oder Arzt, würde sich nicht strafbar machen. An der Stelle, deshalb habe ich vorhin ja auch mal zum Beispiel einen Tetraplektiker genommen. Da gibt es ja auch Fälle, es gibt ein ganz spannendes Buch, das mir geholfen hat, nachzudenken, von der, wie heißt die, Moins, ein ganzes halbes Jahr. Es war mal lange im Spiegel, das habe ich da mal vor ein, zwei Jahren gelesen, da geht es auch um Tetraplektiker, der sich ja, mit dieser Frage auseinandersetzt, sein ganzes Umfeld. Das Schönste an dem Buch ist das Umfeld, das sich damit auseinandersetzt, dass es nicht um das Umfeld geht, sondern um den Menschen und seine Entscheidungsmöglichkeit. Finde ich eigentlich ganz spannend. Und deshalb sage ich, das kann man nicht bestrafen. Also Herr Küng könnte sich Beihilfe organisieren und ähnliche Fälle. Darauf auf eine spezifische Diagnose kommt es an der Stelle nicht an, sondern auf die Freiheit, Selbstbestimmung, Volljährigkeit und dass man sich selbst bestimmt und willensstarker ist. Das löst natürlich nicht alle Fälle, logischerweise, aber ich meine, das Strafrecht muss auch vielleicht Bereiche haben, wo man sagt, oh, da ist Vorsicht geboten, gerade wie in deutscher Geschichte, bei Minderjährigen, bei Menschen, die jetzt dement sind, darf ich sich klar entscheiden können. Ich will auch sagen, was ein Motiv ist für mich, das auch so zu machen. Und es also doch recht wenig zu ändern zum jetzigen Rechtsstatus ist auch, weil ich öfter in Malente bin. Fußballfans wissen, dass ich nicht in Italien, sondern in Ostholstein, da war früher der Herberger, ja, der Geist von Malente mit seiner Fußballmannschaft. Und unten am See gibt es verschiedene Kliniken. Und eine Klinik ist eine Klinik für traumatisierte Bahnfahrerinnen und Schaffner. Also. Und da sehe ich, man kriegt da auch Sachen mit und so, habe ich mit Leuten, die da arbeiten, unterhalten, was das eigentlich auch für ein Leid bedeutet. Und mit dem, wie hieß er, Enkel, dem Fußballspieler, ich denke auch, also wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, ob wir Menschen Möglichkeiten einer Hilfe, Anstand, wo auch ihre Selbstbestimmung geachtet wird, geben oder ob wir sie am Ende dazu bringen, dass sie mit niemandem reden können und das tun und sie vor uns werfen. Weil das ist nicht nur das Ende ihres Lebens, sondern es ist ganz oft das Ende eines psychisch gesunden Lebens, mindestens für den Lokführer oder die Lokführerin. Und darüber wird mir ehrlich gesagt viel zu wenig geredet. Das halte ich auch für einen unzumutbaren Zustand, dass man sagt, also das Schnellste können wir so machen oder also solche Begehungsweisen. Und damit finde ich, müssen sich eigentlich andere auch auseinandersetzen. Hier nochmal kurz zu den Freiberufler sind ja kein Gewerbe, deshalb steht ja auch nicht dran, wer verpflichtet ist, sich zum Gewerbe anzumelden, sondern wer gewerbsmäßig. Wir haben sozusagen für bestimmte Tatkriterien etwas genommen, was sozusagen unabhängig davon, ob du ein Gewerbe angemeldet hast oder nicht oder anmelden musst, gilt, sondern es ist eine bestimmte Vorgehensweise, also auf Dauer ausgerichtet, auf nicht unerheblichen Gewinn machen wollen. Und es ist an anderen Stellen ein freier Beruf oder ein zulässiges Gewerbe. Hier aber sagt man, das ist in der Frage der Selbstbestimmung. Und man soll ja auch so beraten, wenn man feststellt, ob der andere selbstbestimmt ist, dass man nicht selber, das ist der Punkt. Mir geht es gar nicht darum, dass man jemanden überfährt oder überredet, sondern dass man nicht selber sich quasi gewerbsmäßig so einrichtet, dass man selber seinen Lebensunterhalt genau mit dieser Maßnahme unterschreibt und dann eigentlich eine eigene Intention Interesse in diese Beratung mit reinbringen. Jetzt kann man sagen, man hat vielleicht immer eins, ja, aber nicht jedes muss man sozusagen sanktionieren. Was wir tun, Herr Arnold, ist vielleicht ein bisschen auch das, was Sie bezeichnet haben an Sorgfaltskriterien, die wir hier, so ist er da, wir hier bei uns versucht haben, in Dokumentationspflicht zu gießen. Aber das hat zum Beispiel diesen 14-tägigen Abstand zwischen zwei Beratungen, ist genau so was. Wir haben hier und da geredet. Wir haben auch bei vielen anderen abgeschrieben, bei Leuten, die sich damit schon viel mehr Jahre beschäftigen und sich selber in Gesetzesentwürfen aus all den vielen Büchern, die man so findet, Unterlagengesprächen, wo man dann mitkriegt, was andere, die das selber auch also da tätig sind, für eine ja, im Großen und Ganzen richtige und sorgfältige Umgehensweise damit finden, also nicht selbst erfunden. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich die 15 Sätze auch so lang machen kann. Also das erste, was zum Herrn Ott, Sie hatten gesagt, der Antrag von Reimann und Co. sei kompatibel mit dem von uns. Das würde ich nicht so sehen, denn da besteht jetzt ein großer Teil daraus, eine Kriterienkatalog festlegt. Das ist was ich vollkommen
vollkommen ablehnen würde. Dass meine Vorstellung zutiefst wieder, dass wir als Gesetzgeber entscheiden, wer in diesem Land das Recht hat, unter welchen Bedingungen Suizid zu begehen. Also das ist, glaube ich, am allernächsten an dem, was ich in der ersten Runde meines Statements als Lebenswerturteil bezeichnet habe, was mir persönlich sehr zuwiderläuft, weil ich mal den Eindruck habe, damit noch sozusagen bestimmen, naja, wie derjenige aussieht, der ein Recht auf Leben hat oder vielleicht sogar die Pflicht zum Leben hat und das dann abgegrenzt wird von demjenigen, bei dem es anders ist. Dann haben Sie gefragt nach den Fakten, da haben wir tatsächlich relativ wenig vorliegen, weil es ja eben sozusagen kein regulierter Bereich bisher ist. Das würde sich wahrscheinlich auch nicht sehr ändern. Wir wissen, dass es etwa 100.000 dokumentierte Fälle von Selbsttötungsversuchen in diesem Land gibt, von denen etwa jeder Zehnte des Suizidenten erfolgreich, also tödlich verläuft. Wir wissen, dass es eventuell da auch noch eine Dunkelziffer gibt, wo man immer von ausgehen muss. Und wir wissen, dass wir können uns in dem Bereich, über den wir reden, nämlich die geschäftsmäßige Förderung der Suizidbeihilfe, können uns nur auf die Zahlen verlassen, die Vereine selbst bekannt geben. Oder diejenigen, die eben ihre Tätigkeit da veröffentlichen. Und dann landen wir dann in einem Bereich von im Augenblick bei bis 400 Fällen im Jahr, die durch Medien und so bekannt sind. Und deswegen, das zeigt schon mal, dass die Dimension sehr unterschiedlich groß ist. Und ich bin deswegen auch den Grünen sehr, sehr dankbar, dass wir uns diese Woche noch die Gelegenheit geben, über Suizidprävention zu sprechen im Bundestag. Das ist auch was, was uns der Deutsche Ethikrat nicht wirklich zu Recht aufgetragen hat und wo aber jetzt hier, wo es um diese konkreten Gesetzentwürfe geht, leider nicht der Raum ist, da noch drüber zu sprechen. Aber das ist was, was ich eigentlich noch wichtiger sogar finde, als diese Gesetzesänderungen, die wir hier anstreben. Wir haben Achso, ja, genau. Ich muss da nochmal fragen, wenn jetzt jemand sagt, aber natürlich, das war der Journalist. Wenn Sie jetzt sagen, ja, jemand, der sagt, lebensmüde ist, aber doch nicht mein 24-jähriger Sohn, wer sagt denn eigentlich, wo machen Sie denn dann die Grenze fest? Ab wann darf man lebenssatt, lebensmüde sein? Und was verlangen Sie von uns als Gesetzgeber, dass wir sowas in Paragraphen gießen sollen? Also kann ich mir kaum vorstellen, wie das vernünftig aussehen soll. Dann müssten wir vielleicht irgendwo eine Altersgrenze festlegen, unterhalb derer nicht, die aber weit jenseits der Volljährigkeit steht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. So, dann haben wir. Dann hat der Herr Arnold gesagt, der Rechtsstaat würde ausgehöhlt, wenn wir versuchen, die Tätigkeit dieser Vereine einzuschränken oder zu verbieten. Und man müsse halt mit den gesellschaftlichen Veränderungen mitgehen und es brauche ein reguliertes Dienstleistungsangebot, weil die Mehrheit der Bevölkerung das so will. Ist manchmal ist das auch meine Argumentation als Politikerin. Es gibt ganz viele Dinge, wo ich mit der Mehrheit der Bevölkerung einig bin, zum Beispiel, dass die Bundeswehr nicht ins Ausland geschickt werden soll oder dass es kein Gesetz geben darf, wo Fracking erlaubt wird oder dass diese Schiedsgerichte im transatlantischen Handelsabkommen, dass den Rechtsstaat aushöhlt, für die ich aber keine politische Mehrheit kriege. Das ist nur mal in der repräsentativen Demokratie so, dass sich Mehrheiten in der Bevölkerung nicht immer unmittelbar im Handeln der politischen Parteien und der Fraktionen und des Gesetzgebers niederschlagen. Und das ist auch nicht unbedingt das ist, warum Leute bestimmte Parteien oder Politikerinnen oder Politiker wählen. Also
nur allein die Mehrheit der Bevölkerung sind es so, und das auf der Basis von Umfragen und eben nicht von Volksabstimmungen oder Wahlergebnissen, halte ich auch immer für eine etwas schwierige Argumentationsbasis. Unser Gesetzentwurf sieht keine zusätzlichen Eingriffsbefugnisse vor, über die hinaus, die wir ohnehin schon haben. Das heißt also, wir werden keine Wanze am Sterbebett oder am Krankenbett oder in der Arztpraxis oder im Telefon installieren, die nicht schon längst die NSW und der Herr Schäuble da installiert haben. Da brauchen wir nicht keine Sorgen zu machen, darum geht es gar nicht. Ja, es geht um eine spezielle Form der geschäftsmäßigen Förderung des Medizins. Und da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass wir jeden Arztstuhl einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin stellen. Und ich weiß auch nicht, wo man das herlegt, wenn ich gesagt habe. So, das waren die Kollegen, die gerade an mich gerichtet haben. Ja. Ja, zunächst zu Walter Ott. Also die einleitende Wort teile ich ja völlig. Ist richtig, ne? Ott oder Otto? Otto, okay. Die einleitenden Worte teile ich ja völlig, verstehe dann aber nicht, warum dann die Schlussfolgerung ist, ja, wir brauchen aber doch irgendwie eine hohe Strafnorm, um die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Also Strafrecht nochmal ist ultima ratio und nicht geeignet, die Sorgen der Menschen, die sie haben, ernst oder aufzugreifen, ohne zu prüfen, ob das denn berechtigte Sorgen sind. Also im Bereich Sicherheit machen sich Menschen also alle möglichen Sorgen vor Einbrüchen und vor Kriminalität. Und wenn wir jedes Mal sagen, oh Mensch, die Sorge ist so, ja, dann machen wir jetzt mal ordentliches Strafrecht, dann ist das sicherlich genau das, für was wir nicht stehen. Und dann hilft es ehrlich gesagt, und ich entschuldige, dass ich das so sagen muss, aber wenn dann über den Strafnormen, dann drüber steht Gesetz über die Strafbarkeit der Sterbehilfe und dann kommen zwei fette Tatbestände mit Strafdrohung bis zu 3 Jahren. Also das ist auch irgendwie in sich widersprüchlich und für mich nicht nachvollziehbar. Zweiter Punkt, gewerblich ist, glaube ich, nicht steuerrechtlich gemeint, sondern gewerbsmäßig im Sinne von Erzielung dauerhafter Einkünfte. Und nochmal, da kann es aus meiner Sicht nicht darauf ankommen, ob die Ärztin, der Arzt einen Gebührentatbestand für die Beihilfeleistung beim Suizid abrechnen kann oder nicht, sondern der Gesamtzusammenhang ist natürlich zu sehen. Und der Gesamtzusammenhang ist immer seine ärztliche Berufstätigkeit, das ist der Gesamtzusammenhang, indem er den Patienten kennengelernt hat, indem er ihn behandelt hat und indem er dann auch die Gespräche führt. Das heißt, auf den Gebührentatbestand kommt es natürlich nicht an, sondern auf den Gesamtzusammenhang, und deswegen ist die ärztliche Tätigkeit dann auch mit erfasst von dieser Strafnorm. Der dritte Punkt, den kann ich natürlich kurz machen, die Frage des Journalisten. Bei der jetzigen Regelung ist es so, ich meine, ich finde nicht, dass man sich das Leben nehmen muss. Ich lebe gerne und würde auch jeden motivieren, weiter zu leben. Aber wenn es jemand anders halt will, dann soll niemand dafür sanktioniert werden, dass er diesen erwachsenen, entschlossenen Menschen hilft. Das ist jetzt nicht so und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und wenn es Vereine gibt, die in der Hinsicht was anbieten und der geht dahin, dann gibt es sich auch trotzdem nicht das Problem, warum wir als Staat da eingreifen müssen mit irgendwelchen Sanktionen. Das sei eben freigenommen. So. Und ganz zuletzt, da kann ich nur sagen, auch der letzten Beitrag, ja, ich verstehe es auch nicht, ich teile diese Verzweiflung, will ich jetzt nicht sagen, aber die Mehrheit signalisiert ganz eindeutig, man will diese Strafnorm nicht, die Mehrheit in der Bevölkerung will weiter an der liberalen Rechtslage festhalten. Wenn wir mit Verboten agieren, werden wir professionelle Angebote verhindern und eher dazu bringen, dass die Menschen weiterhin sozusagen irgendwelche zwielichtigen Angebote annehmen werden. Das heißt, wenn wir sozusagen den Herren Kusch und Co. den Markt entziehen wollen, dann müssen wir professionelle Angebote stärken, das kann ich nur unterstreichen, und nicht irgendwie den Ärzten und den Sterbehilfeverein sozusagen ihre Tätigkeit einschränken. Dann stärken wir eher das Geschäft derer, die wir nicht stärken wollen. Also dieses Plädoyer kann ich nur teilen. Und das ist auch schon mein Schlusswort. Ich bin auch einigermaßen enttäuscht darüber, dass wir jetzt im Bundestag eine dreistündige Debatte haben werden und leider die Position keine Redezeit sein wird für die Ablehnung dieser Gesetzesentwürfe, weil es nur Redezeit pro Gesetzesentwurf geben wird und kein Gegengesetzesentwurf. Deswegen habe ich hier auch heute letzte Mal die Gelegenheit genutzt, Ihnen sozusagen zu sagen, warum ich diese Gesetzesentwürfe ablehne. Im Bundestag werde ich diese Möglichkeit leider nicht haben.
bedanke mich zuerst bei den Podiumsteilnehmern und natürlich als solches bei Ihnen, die Sie heute gekommen sind. Unser Anliegen war, aufzuklären über das, was im Bundestag passiert, was die Gesetzentwürfe beinhalten und was sie bewirken können. Ich hoffe, Sie haben gelernt, dass wir uns wehren müssen gegen eine Entliberalisierung, sage ich jetzt mal, der bestehenden Lage. Und dass wir diese Diskussion weitertragen müssen in wesentlich breitere Kreise, damit begriffen wird, hier wird an einem existenziellen Punkt ein Gesetzgebungsverfahren initiiert, was Selbstbestimmung am Ende begrenzt. Und man übersieht, wir haben uns die Mühe gegeben, heute noch nicht, welche Kombinationsmöglichkeiten noch vorhanden sind, um das Ganze vielleicht ja, dann so kombinieren zu lassen, dass es eine echte repressive Wirkung hat. Wir meinen, deswegen haben wir die Veranstaltung organisiert, Sterben ist ein zu ernstes Problem, als dass man an dieser Stelle Deliberalisierungstendenzen hinnehmen könnte. Gehen Sie bitte in Ihre Vereine, in Ihren zivilgesellschaftlichen Bereich und wirken Sie mit an der Aufklärung darüber, was an diesem existenziellen Punkt passiert. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.